So, das Ganze nochmal von vorne. Wir hatten offenbar ein paar Tonprobleme. Netzdebatte TV hier mit dem zweiten Interview heute aus Halle 3, Republika 2013, unser Generalthema. Im Studio hier Christine Watti und Markus Heidmeier und logischerweise Gäste. Genau, ein Gast ist Nele Heise vom Bredow-Institut in Hamburg. Schönen guten Tag. Hallo. Und der zweite Gast ist Dirk Franke, Wikipedia-Administrator. Und normalerweise würde man natürlich sagen, Ladies first, wir fangen aber in diesem Fall mit Dirk Franke an, weil Dirk Franke was ganz Unglaubliches tun wird auf der Republika, denn womöglich zumindest klingt es so, piekt er kleine Nadeln in den Glücksluftballon, an dem viele Leute hängen, die mit der Wikipedia all ihre Wissensfragen für immer und ewig beantwortet halten. Denn er leitet eine Veranstaltung, die den Titel hat Wikipedia, wo User geblockt, Artikel gelöscht und Reputationen zerstört werden. Und das hört sich nicht so froh an. Was ist Ihr Blickwinkel auf die Wikipedia, dass Sie solche Überschriften zusammentragen? Also mein Blickwinkel ist ja, dass ich seit 9 Jahren Administrator der Wikipedia bin. Natürlich in dieser Zeit zahlreiche User geblockt, Artikel gelöscht und ich hoffe, keine Reputation zerstört habe. Aber ich meine, es hat ja einen Grund, dass ich hier bin. Zwischen der Wikipedia und der restlichen Netzgemeinschaft ist das Verhältnis ein bisschen zerrüttet, weil viele Artikel über Mitglieder der Netzgemeinschaft gelöscht wurden und einige Aktive der Netzgemeinschaft geblockt wurden. Und ich bin jetzt hier in der Netzgemeinschaft zu sagen, dass sie Unrecht hat und sie natürlich vollkommen zu Recht gelöscht und blockiert wird. Ich finde es ja ganz lustig, dass du sagst, zwischen der Wikipedia und dem Rest der Netzgemeinschaft, wo ja eigentlich alle gerade bestrebt sind, eine einzige Gemeinschaft zu sein, die keine Netzgemeinde und keine andere Gemeinde mehr kennt. Aber vielleicht kannst du trotzdem Beispiele nennen, damit wir verstehen, was werden für Artikel von wem wie gelöscht, wer auch vielleicht das Funktionsprinzip der Wikipedia nicht so genau durchsteigt. Genau, also in die Wikipedia kann ja jeder beitragen und jeder kann Artikel anlegen und Einträge schreiben. Das Problem ist halt, dass Wikipedia sich als Enzyklopädie versteht und nicht jedes Thema, über das man theoretisch schreiben kann, ein Artikel wert ist. Also es werden gerne Artikel bei Mitschüler angelegt oder bei Lehrer, die sind dann meistens nicht so freundlich oder ähnliches. Und damit diese Artikel jetzt nicht online stehen und Reputationen zerstören, werden sie wieder gelöscht. Und das geht einfach so? Oder muss die Wikipedia-Gemeinde dann wiederum abstimmen oder wird einfach gelöscht und dann ist es weg? Es gibt gewählte Administratoren, die von der User-Gemeinschaft gewählt werden und die können einfach löschen. Wobei es natürlich auch lange anhaltende Diskussionen gibt, dass ein Internetforum ist und jeder mitreden kann. Wenn du was löschst, aus welchen Gründen tust du es dann? Als Administrator? Also meistens, weil es kein deutscher Text ist, sondern irgendwelche Schreibübungen. Oder halt, weil es um sowas geht wie Achtklässler oder Lehrer oder also Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, da auch nicht stehen sollten und die nicht in der Öffentlichkeit irgendwie einen Artikel für sich haben sollten. Aber das heißt ja, dass du entscheidest erstmal in der ersten Runde, was ist relevant und was ist nicht relevant. Genau, das tue ich. Welche Person steht in der Öffentlichkeit? Welche steht nicht in der Öffentlichkeit? Wie wird denn dein Votum nochmal überprüft? Gibt es da nochmal ein größeres Gremium, das sagt, Moment mal, Dirk, hast du dich vertan? Das ist ein Nachwuchsfußballer, der gerade eine vielversprechende Karriere startet, der sollte einen Artikel haben. Wo ist die Grenze? Also es gibt einmal so Richtlinien, die nennen sich Relevanzkriterien. Da gibt es ungefähr eine halbe Seite zum Thema Nachwuchsfußballer, wann sie relevant sind und wann nicht. Ich kann sie trotzdem löschen, weil allen Fragen, die irgendwie streitbar sind, sollte man vorher mit der Community diskutieren. Mhm. Dafür gibt es Diskussionsseiten. Und wenn man dann gelöscht hat, gibt es noch eine Überprüfung, wo man sich dann an einen anderen Administrator wenden kann, der das Ganze nochmal anschaut. Fragen wir nochmal andersrum. Es gibt ja diese alte Exkludisten- und Inkludisten-Diskussion in der Wikipedia. Welche Inhalte sind von Bedeutung und sollten in einer Enzyklopädie enthalten sein, welche nicht? Was schadet es eigentlich, wenn Inhalte in dieser Online-Enzyklopädie Wikipedia enthalten sind, die vielleicht nicht relevant sind? Dann liest sie halt niemand. Da hat man da irgendwie 3, 4, 5K eines Serverspeichers verbraucht. Es sind kaum nennenswerte Ressourcen, die draufgegangen sind. Und dann ist da dieser Artikel über den vielleicht nicht wichtigen Nachwuchsfußballer. Also das Problem ist ja weniger, wenn sie niemand liest. Das Problem ist eher, wenn sie jemand liest. Weil, also ich meine, da sind zum Beispiel sowas wie Herr Meier unterrichtet Latein in Klasse 8. Herr Meier stinkt und hat keine Ahnung. Ich meine, das kann man ja netter formulieren, aber für Herrn Meier ist das reichlich blöde, wenn das in der Wikipedia steht, offiziell. Das Problem ist, dass ja auch niemand etwas über Herrn Meier weiß. Also es kann auch niemand korrigieren. Mhm. Aber gut, also das eine ist, wenn eine Reputation allem Anschein nach vorsätzlich beschädigt wird, dass diese Artikel gelöscht werden, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber nehmen wir mal an, das ist ein Artikel, der nüchtern, scheinbar objektiv eine Lehrkraft an einer westfälischen Gymnasium beschreibt. Was spricht dagegen, diesen Artikel auf der Seite zu lassen? Dass wir nicht wissen, ob er den Artikel wirklich objektiv und nüchtern beschreibt. Also Wikipedia funktioniert dadurch, dass mehrere Leute unabhängig sich voneinander etwas angucken können. Mhm. Und bei Lehrkräften an Gymnasien gibt es halt niemand Wikipedia funktioniert nach dem Sechs-Augen-Prinzip.
Und bei solchen Sachen gibt es keine vierten, keinen sechsten Augen, die mit drauf gucken. Deshalb kann natürlich sehr nüchtern stehen, dass Herr Meier sehr kompetent in Sport ist, wenn Herr Meier aber eigentlich Lateinlehrer ist. Das ist eine ziemlich gemeine Diss. Aber das heißt, um das nochmal zu verstehen, mit der Veranstaltung hier auf der Republika in diesem Jahr stehst du quasi dafür, dass darüber diskutiert wird, damit eine bessere Wikipedia entsteht, damit besser erklärt wird, wie die Wikipedia funktionieren muss, wie die Relevanzkriterien womöglich neu aufgestellt werden müssen, also genau, oder was ist dein Ziel? Also gerade die Relevanzkriterien sind hier immer wieder ein beliebtes Thema, das wurde schon oft gerade mit Bloggern diskutiert und ich versuche einfach ihnen zu erklären, was dahinter steckt und wie es funktioniert und wie man sinnvoll etwas ändern kann, ohne sich in eigenen Blogs darüber aufzuregen und nichts zu ändern. Außerdem will ich Recht haben. Ach so, okay. Das ist ein starkes Motiv. Wer will das nicht? Ich möchte kein Recht haben wollen. Deshalb bin ich ja hier, um Recht zu haben. Aha, okay. Gibt es eigentlich Gegenargumente, die du akzeptieren würdest, oder hast du sowieso von Haus aus Recht? Als Wikipedianer habe ich von Haus aus Recht. Ah ja, okay. Das war der Werbespot für die Wikipedia. Ich wollte auch gerade sagen, ihr macht das sympathisch, ich weiß es nicht genau. Neben Dirk Franke, ein guter Moment, das Thema zu wechseln. Ja. Neben Dirk Franke sitzt Nele Heise vom Hans-Bredow-Institut. Ihr habt hier gerade einen Workshop realisiert, der den Titel trug Code Literacy, verstehen, was uns online lenkt. Vielleicht in einem Satz mal für die, die es gar nicht kennen, was ist Code Literacy? Na, Code Literacy fasst eigentlich so eine Diskussion darüber zusammen, die noch im Gange ist natürlich, das haben wir auch gerade wieder gemerkt, ja, viele unterschiedliche Sichten, wo es so darum geht, was muss ich heute wissen über Code und wie er zum Beispiel Online-Kommunikation steuert und reguliert, wer zum Beispiel programmiert bestimmte Dinge, wie funktioniert das und so weiter und so fort. Und uns geht es ja eigentlich eher darum, in der Diskussion aufzuzeigen, dass sehr viele unterschiedliche Menschen eben das Internet beispielsweise nutzen oder online kommunizieren und dass diese unterschiedlichen Personengruppen auch ganz verschiedene Kenntnisse haben oder brauchen, um irgendwie online zu aktiv zu werden beispielsweise oder um online zu kommunizieren. Und das wollten wir heute so ein bisschen reflektieren in dem Workshop, in dem wir mal gesagt haben, was sind denn unsere Erwartungen, was muss denn zum Beispiel ein Politiker wissen darüber, wie Code funktioniert, also wie sozusagen alles, was nicht auf der Oberfläche stattfindet, sondern unter dem, was wir das Internet oder dieses Internet nennen. Ich verstehe das jetzt so, dass man Code Literacy so ein bisschen als die Medienkompetenz des 21. Jahrhunderts vielleicht beschreiben könnte. In den 90er Jahren musste man wissen, dass in einer Tagesschau ein Filmbericht geschnitten ist, dass es einen Autor gibt, das heißt, also jemand hat entschieden, welche Bilder kommen rein, welche Bilder kommen nicht rein. Das war Medienkompetenz. Man musste dazu vielleicht noch wissen, was ist eine Nachrichtensendung. Heute bleiben wir mal bei der Hypothese, ist also Medienkompetenz zu wissen, wie die Server, auf denen Facebook läuft, so im Groben funktionieren, wie eine Wikipedia technisch auch funktioniert, wenn da verschiedene Akteure beteiligt sind. Aber ist das tatsächlich so, dass Nutzerinnen, Nutzer, auch öffentliche Akteure diese Kompetenz brauchen? Als kluger Zeitungsleser muss ich ja auch nicht wissen, wie eine Druckerpresse funktioniert. Ja, vielleicht ist es ja auch die Chance zu sagen, des 21. Jahrhunderts, vielleicht sollten wir aber auch ein bisschen besser wissen, wie sowas funktioniert und hergestellt wird. Ja. Aber uns geht es so ein bisschen stärker auch darum, mal aufzuzeigen, dass ich natürlich auch wissen sollte, wie stark mein Handeln online auch durch Code zum Beispiel strukturiert wird, von mir aus. Also wenn geben Sie mal ein Beispiel dafür, damit wir mal wissen, was das wirklich bedeutet. Oder Informationsverhalten, Google, die meistgenutzte Webseite. Ja. Wir gehen da rein, suchen nach etwas und kriegen dann einfach Informationen, von dem wir vielleicht, von dem Nutzer, der nicht weiß, dass dahinter ein Algorithmus steht, der bestimmte Bewertungen vornimmt, der einen Rank erzeugt aus bestimmten anderen Kriterien heraus, dass der eben nicht weiß, dass das nicht einfach neutrale Infos sind. Ja, Wikipedia steht ja übrigens ja auch mal ganz weit oben. Sondern dass der schnallt, dahinter läuft noch irgendwas anderes ab, dass bestimmte, die Firma Google von mir aus mit bestimmten Interessen auch betreibt, ja. Oder so eine Irritationssituation. Wir haben alle vielleicht schon mal bei Google Mail irgendwie eine E-Mail geschrieben und haben dann plötzlich aus Inhalten, die in meiner Mail aufgetaucht sind, dann Werbeanzeigen bekommen. Mhm. Also ein Nutzer, der überhaupt nicht weiß, was dahinter steckt, ist da, glaube ich, der kann irritiert bis abgeschreckt werden von solchen Dingen. Okay. Also das ist, glaube ich, mal so eines der Beispiele, wo Code Literacy eine Rolle spielen könnte. Das wäre jetzt das Plädoyer für Code Literacy, für diese Code-Kompetenz infolge der alten Medienkompetenz, als Nachfolger der alten Medienkompetenz. Bevor wir vielleicht darüber sprechen, wo denn diese Code Literacy erworben, vermittelt werden sollte, mal kurze Rückmeldung zu der Nachfrage zu den Rückmeldungen in dem Workshop. Wie ist denn der momentane Stand? Wie ist denn die Code Literacy in diesem Workshop gewesen und wie ist sie in unserer Gesellschaft?
Also der Code Literacy, die Diskussion ist so ein bisschen in den USA ganz stark mehr so in die Richtung Program or be programmed. Also so, Program or be programmed. Also ach, okay. Da alle Leute sollen jetzt programmieren können. Da werden ganze Schulen gegründet, Code Academy und solche Dinge, wo halt dann auf recht basischen oder ziemlich einfachen Niveau Code oder Programmierkenntnisse vermittelt werden sollen. In Deutschland geht es ja ganz stark immer in diese Medienkompetenzrichtung. So, es reicht, wenn wir den Leuten Facebook erklären und wie sind die Privacy-Settings und so weiter und so fort. Aber Facebook wird in 10 Jahren vielleicht irgendwie nicht mehr den Status haben, dann wird es andere Netzwerke geben. Da geht es also tatsächlich eher stärker darum, dass, ja, dass das Netz ein strukturierter Raum ist und nicht einfach eine neutrale Oberfläche. Und ich glaube, dass... Irgendjemand hatte gesagt, das ist ein bisschen wie digitale Staatsbürgerkunde. Also es hat natürlich auch was damit zu tun. Es berührt die Bereiche, woher bekomme ich meine Informationen, wie kann ich die auch kritisch bewerten. Also selbst Medienkompetenz ging ja nicht nur darum, wie es da findet ein Tonschnitt statt, sondern eben auch so ein bisschen, was ist der Background von Journalisten, warum erzeugen die möglicherweise aus bestimmten Gründen Inhalte und so weiter und so fort. Ja, also es hat auch was damit zu tun, wie Leute sich repräsentieren im Internet, dass die auch verstehen, dass dort bestimmte Settings bei Default einfach da sind, die ja auch was dazu darüber aussagen, wie wir vielleicht uns repräsentieren sollen im Internet. Also dass diese Steuerungselemente auch besser zu durchschauen. Und in Deutschland ist es immer mehr so auf diesem Phänomen basiert oder angebotsbasiert. Okay, wir erklären den Eltern und Kindern, das ist Facebook, Vorsicht, Vorsicht. Aber du setzt dann bei jedem neuen Angebot, musst du eigentlich neu ansetzen. Und wir plädieren für eine etwas stärker meta-ausgerichtete Perspektive in dem Moment. Aber das würde ja dann bedeuten, dass das, was du vorhin schon angesprochen hast, Markus, dass es quasi um eine Erweiterung der Medienkompetenz geht. Weil dann haben wir mit Ihnen beiden oder mit euch beiden zusammen ja einmal das, was wir gelernt haben mit der Wikipedia, ist ja dieses... Verlass dich auf deinen gesunden Menschenverstand, denk nochmal nach, stimmt das, was da steht, such dir eine zweite Quelle etc. Und bei dir geht es dann mehr nochmal so in diese technische Richtung, verstehe auch Abläufe und verstehe, was dahinter steht. Ja, ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, also was du auch angedeutet hast, da sind ja auch immer Menschen dahinter. Also bei der Wikipedia, das ist ja nicht einfach nur eine Information, die dann da ist, sondern da entstehen auch Diskussionen. Und ich glaube, es geht bei Code-Kompetenz oder Code-Literacy auch ein bisschen darum, aktiv zu werden oder Leute auch zu befähigen. Das sagt man ja immer so schön, um so ein Empowerment. Also, dass Leute tatsächlich sich nicht nur bespielen lassen oder Medienangebote einfach nur passiv nutzen, sondern eben auch darüber eine Möglichkeit haben, aktiv zu werden. Aber das Empowerment ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, das wir vorhin ja schon mal angeschnitten haben. Die Frage geht an euch beide, weil ich glaube, das ist der Punkt, der euch vereint oder das Thema, was euch vereint. Wenn wir davon ausgehen, dass es einen erheblichen Teil in der Gesellschaft gibt, der eben noch nicht fit ist, der noch nicht Codekenntnisse hat, der nicht weiß, wie die Wikipedia im Inhalt strukturiert ist, ist doch die Frage, die alte Frage eigentlich, wo soll diese Medienkompetenz vermittelt werden? Wo seht ihr die Orte, an denen sie vermittelt wird und wie soll sie vermittelt werden? Wer sind eigentlich die Adressaten noch obendrein? Ist das so? Also ich mach mal, weil wir hatten es jetzt auch in der Diskussion. Wenn wir immer so einzelne Gruppen für sich angucken, sehen wir ja, wir haben das diskutiert mit 12-Jährigen. Was müssen die eigentlich können? Was müssen die wissen? Und wieso? Oder aus welchen Gründen? Und wer kann das vermitteln? Da wurde dann immer auf die Eltern referiert, ja. Dass die Eltern ja, also diese sozialen Rollen sind auch immer in einem Geflecht zu betrachten, so. Die Frage nach Multiplikatoren, die dann dafür diese Vermittlung leisten, haben wir gar nicht so stark gestellt, weil wir eigentlich erstmal rausfinden müssen, was ist die Ebene, auf der wir vermitteln müssen. Wie abstrakt soll das sein, wie konkret soll das beispielsweise sein? Ich glaube, so das Feedback aus dem Workshop war jetzt zum Beispiel bei Politikern, die müssen nicht unbedingt wissen, die müssen nicht programmieren können, ja. Aber wir erwarten eigentlich von ihnen, dass sie sich bestimmte Kenntnisse aneignen, wie zum Beispiel digitale Räume, die öffentliche Kommunikation darstellen, von Privatunternehmen beispielsweise ganz stark reguliert werden. Solche Dinge, wo ich so sagen würde, okay, das kann man vermitteln, indem man beispielsweise die alle in irgendwelche Arbeitsgruppen mal reinsetzt. Ich würde ja fast sagen, dass Wikipedia da so eine Art Zwangsbeglückung mit Medienkompetenz macht. Einfach weil jeder kann sich beteiligen, jeder kann es reinschreiben. Man merkt relativ schnell, dass man an Grenzen stößt, wenn man sich nicht tatsächlich dieses strukturelle Denken wirklich aneignet. Also gerade weil in Wikipedia sehr wenig vorgegeben ist und im Prinzip alle Regeln relativ dauernd zur Diskussion einfach stehen, dass die Strukturen im Verhältnis zu allen anderen Webseiten sehr viel stärker von den Usern gemacht werden.
setzt man natürlich auf, ist deutlich anspruchsvoller an die User, weil es keine vorgefertigten Strukturen gibt, sondern wenn man sie selber mitdenken muss, selber gestalten muss. Hm. Ja. Deshalb, also wir kriegen die, die prinzipiell dazu bereit sind. Und wenn sie dann bereit sind, lernen sie, glaube ich, sehr, sehr viel über Strukturen im Internet und über, ich glaube, so Wiki, darüber, wie Wikis gemacht werden und wie online funktioniert. Wikis werden ja auch klassischerweise gerne eingesetzt, also zum Beispiel, um einfach zu vermitteln, wie man solche Dinge erstellt. Ne? Und das sind tatsächlich, weil du sagst, ja noch gar nicht so die starken Ansprüche, die dahinter stecken. Also man muss gar nicht so viel können, aber man entwickelt halt ein Gefühl dafür, okay, wie setze ich zum Beispiel einen Text, der da irgendwo in einem Fenster erscheint, wie wird er dann dargestellt am Ende beispielsweise. Das Denken in Hyperlinks ist ja auch so eine Sache, die dazugehört. Ja. Das ist ganz schön, weil nämlich ihr beide kanntet euch vorher, glaube ich, noch nicht, bevor ihr hier saßt. Und jetzt haben diese zwei Themen Code Literacy und Wikipedia zusammengefunden hier bei uns. Was macht ihr denn jetzt noch auf der Republika? Gibt es Highlights, auf die ihr euch jetzt noch besonders freut? Also ich habe hier in ungefähr anderthalb Stunden meine Veranstaltung. Das heißt, mein Denkhorizont reicht im Moment bis 18:30 Uhr. Dann musst du ja recht haben. Genau. Das wird das Highlight und danach... Danach hoffe ich, dass ich mich in Stühlen bewerfe und danach muss ich mal sehen, wie es mir geht. Ja, ja. Wenn du natürlich mit der These auftrittst, dass du sowieso recht hast, könnte sein, dass es das ein bisschen schwierig wird am Ende deines Vortrags. Wir sind nicht verantwortlich für die Ausschreitung am Rande dieser Stage. Welche ist es? 3. Stage 3, also falls Sie da mitmischen wollen in der Diskussion, Stage 3, Dirk Franke. Stage Diving. Für das Gespräch, genau. Oder Stage Jumping eventuell, was in diesem Fall gefährlicher werden könnte. Nele Heise, auch ganz herzlichen Dank. Ja, danke. Ja. Wir sind hier, Christina Watti und Markus Heidmann, um 19 Uhr zurück, dann mit dem Tagesresümee. Bis dahin finden Sie auf netzdebatte.bpb.de Artikel, Tweets, alles, was Sie brauchen. Bis später. Tschüss. Danke. Tschüss. Dankeschön. Danke.